kriegt er oben noch den Strom irgendwo her. Ich weiß noch nicht, wo ich diesen Dings hier hinmache. Den Generator muss ich mir dann nochmal angucken. Komm, mach mal fertig da bitte. Hier oben hat einer gekotzt, hat wieder einer Drogenproblem. So. Das wären ja die Duschen. Das reicht auch als Größe. Da mache ich gar keine Tür dran. Hat er es jetzt geschnallt oder hat er das weggenommen wieder, den Beauftrag? Ha. So richtig viele Leute scheinen nicht Essen bekommen zu haben, gell? Guckt euch das mal an. Es ist nachts um 3. Der geht wahrscheinlich jetzt los und holt Essen. Ich könnte natürlich jetzt... Warte mal. Stationierung. Mach mal 3. Nehmen wir 3 da rein. Ist ja noch gelb, dann müsste ja eigentlich... Zutaten stehen ja da, ne? Da oben. Die gehen wir mit Klamotten duschen. Das Essen. Das Essen. Da steht's. So, jetzt müssten die aber gleich aufstehen. Schlafen halt lang. Ich muss das halt mal jetzt beobachten. Immer mal zugucken. Ich will jetzt noch mal wissen. Wann stehen die denn auf? Aber erst sehr spät, ne? Um 5 stehen die nie auf, glaube ich. Sie haben ab, da kommt der Koch. Was hat denn der jetzt gemacht? Er fängt weiter an zu kochen. Jetzt gucke ich mal hier bei der Logistik. Hat's jetzt haut er wieder ab. Die zwei sollen eins sein? So, die Gelben haben jetzt Freizeit. Ich muss mich mal ein bisschen orientieren hier halt, ne? Die Gelben haben Freizeit. Schlafen halt noch weiter. Kein Polizist. Haben wir wieder einen Verräter? Ah. Ist ja keiner mit einer Waffe da drin, aber will ich auch nicht, weil der schafft es ja immer, die Waffe wegzunehmen. Wen hat denn der jetzt umgebracht? So, jetzt kommen noch Gefangene, jetzt gucke ich aber mal. Essen die jetzt? Die sollten eigentlich jetzt essen, ne? So, jetzt pass mal auf. Was ist denn? Aha. Aha. Der nimmt gleich 2 Teller-Töppe oder was? Ist nicht fertig.
Das ist nicht fertig, der hat nichts gegessen. Essen, 3 volle Sterne. Verhungert, 1 Stern. Food. Ja, Leute, da ehrlich, da kann ich auch dann nicht viel machen. Da kommt jede Menge Essen an. Achso, ich muss den Knast zumachen. Keine bitte. Ja. Klamotten liegen da. Ich will jetzt aber hier gucken, was kimmt. Fahr mal dein Müllauto da weg, Mensch. Gucken, was kimmt, dann warte ich nochmal zu und dann bauen wir am Todestrakt weiter. Jetzt fahr deine Kiste weg, da tun sie wieder eine Leiche schmuggeln oder so. Hier. Wahrscheinlich der Sack fehlt noch da drauf. Der wurde geschmissen eben. Hm. Muss ein Stück runterfahren. Wenn der Müllsack da weg ist. Guckt mal, wie viel Graue, das sind alles Graue, wie da links rüberlaufen. So, was haben wir da drin? Da waren Graue drin in diesem LKW. Okay. Extrem schnell, schnell, schnell. Ja. Ach, den einen Verräter, den haben sie, der hatte die 100%, ne? Scheiße. Hol mir den und den holst mir auch. Und dann kommen die in den zu schützenden Bereich. Danach. Obwohl das ein roter ist, ne? Ist natürlich auch blöd. So, wie sieht das hier aus? Sind hier alle LKWs da? Eine Durchsuchung wäre auch mal wieder angebracht. Wir haben jetzt halt deutlich mehr Polizisten frei. Oh ja, er wird entlassen, okay. ...27 Angestellte erschöpft, danke. Irgendein Kopf. Sprit haben sie alle dabei und Drogen. Und da sind jede Menge von diesen... Geheimer Informant. Da kommen sie beide. Die sehen sich jetzt. Sind beides rote. Ah, du auch hier. Servus. Drogen. Haben alle Drogen dabei, die da jetzt kommen, ne? Servus. Oh. Sag mal an, du. Aktiv. So, stopp. Was ist hier los? Wieso ist denn dein Ziel? Dann nur mach mal hier zu schützen da bitte. Ist ja komisch. Was wird hier eigentlich so geschmuggelt? Legendär. Störrig, da oben ist, da ist eine Spitzhacke. An Drogen. Unten. Erfahrener Kämpfer. Okay, der ist in der, der ist im Klassenraum. C, extrem stark. Das ist alles noch okay. Ja. Erfahrene Kämpfer. Ne, ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Jetzt können wir mal gucken, was passiert, wenn wir die, das sind ja rote. Ja, das sind ja rote. Wenn ich die darüber bringe, so viel ist denn. Ich mach mal von der hohen Gefahrenstufe, ich mach mal den zu den Schützen. Der Supu Maskum. So. Den tue ich jetzt auch mal deaktivieren. Gehe ich jetzt zu dem, was denn hin und her gezackelt da.
Sie haben mehrfach Verbrechen als sie. Den lasse ich jetzt hier nochmal. Den tue ich jetzt nicht zu diesen. Zu Schützenden nehmen. Der bleibt jetzt. Zack. Der wird jetzt rübergebracht. Der ist halt jetzt Versuchskanigel. Hier sieht's aus. Leute, Leute, Leute. Okay, das haben wir. Ja, das wurde abgebrochen, genau, das wurde abgebrochen. Also brauchen wir da so einen blöden Eingang. Einrichtung. Kleine Gefängnistür halt dahin. Dann sind sie zufrieden. Mache ich da einen Gemeinschaftsraum hin und einen Hof noch? Da können ja keine Gegenstände rübergeschmissen werden. Die räumen auf. Ja, wo das Drogenproblem da oben, da ist die. Hier ist voll gekotzt. Ehemalige Gesetzeshüter. Ja, du bist ja auch nicht wirklich lang dran bei uns. Sag mal her, du kommst ja schon bald wieder in die Frühzeit. Oh, nee, doch nicht. Du sitzt 3 Jahre ab. Da kommt die Putzgang. So, die machen hier fertig. Da haben wir noch den Acker als Untergrund. Also gefallen tut mir das irgendwie, ne? Nicht wirklich. Und wenn ich die da wegmache? Wenn ich das so mache? Die Tür tust du mir bitte demontieren? Mach da die Wand zu. Ja. Du darfst das zweite Stück auch noch abreißen, Herr Kollege. Damit es ein bisschen noch was aussieht, zeig mal her. Komm mal her, wo denn, was denn? Wo ist denn? Die Telefonzelle. Nee. Telefon. Und haben wir hier noch Müll. So. So. Ja, muss ja nicht immer nur schön aussehen, ja. Und ich mache hier aber auch nicht viel rein. 1, 2, 3. Zumachen bitte. Zumachen bitte.